Wer ist da zuerst? Nein! Yo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch haben unsere letzten zwei Videos gefallen. Na gut, das erste jetzt nicht unbedingt, das allererste Video ist nicht so was. Was haben wir heute vor? Ich glaube, ihr könnt es in der Beschreibung lesen. Nein, das steht nicht in der Beschreibung. Volles Programm. Sie hat leider schon gesagt, heute ist Oldtimer-Treff. Morgen ist Rummel angesagt und zugleich Feuerwerk. Das heißt, das Video wird etwas länger. Heute, also jetzt in den ersten Minuten des Videos, genießen wir den Oldtimer-Treff. Ich sag nur jetzt schon mal vor. Der Typ ist gerade vom Fahrrad gefallen. Hallo. Ich sag nur jetzt schon mal vor, dass halt morgen für meine Freundin mit dabei ist. Ja, wir müssen sowieso fragen, ob sie auf YouTube zu sehen sein will, weil... Aber ich denke mal schon. Ja, wenn nicht, darf ich nicht filmen. jo, auf jeden Fall, morgen ist da noch Rummel angesagt und das heißt, das Video wird ein bisschen länger gehen und volles Programm. Also auf jeden Fall viel Spaß. So Leute, wir haben Glück. Wir konnten in das, ich glaube, 23. IFA Oldtimer treffen, sogar kostenlos rein. Wunderbar, weil wir in den Abendstunden sind. Kostenlos. Jo. Glück für uns, hier sind nicht mehr so viele Leute und wir können ganz unbehemmt filmen, was das Geile ist. Keine Leute, die mal durchs Bild fallen. Da oben war normalerweise immer diese Modellauto-Ausstellung, aber da oben scheint alles leer zu sein, weil hier oben steht auch, weil da oben steht nämlich auch kein Kran. Ein Taxi. Und da kommt ein Oldtimer-Taxi. Ob ich den Hintergrund mit draufkriege. Yeah. So Leute, ab jetzt filme ich mit vor der Kamera, wo ihr mich seht. Mal was zu essen holen. So, Thunfisch-Baguette und dann noch ein Steak hier hinten. So, ein Steak habe ich jetzt leider nicht bekommen, aber Bratwurst. Nennen wir es mal Bratwurst. Der Ecke da hinten ist der Bratwurststein gewesen. Da wollte ich mir eigentlich ein Steak holen, aber nein. Dafür habe ich jetzt ein Thunfisch-Baguette gehabt und die ja, auch alles wegzuessen. So, da ist Patsy. Wir haben jetzt, sind jetzt bis nach hinten gelaufen und wir haben jetzt hier mit der Tour angefangen und da haben wir hier schon mal den ersten schönen Trabi entdeckt. Stört Sie das, wenn Sie mit auf dem Video sind? Nee, ne? Stört Sie das, wenn Sie mit auf dem Video sind? Nee, ne? Weil ich mache das auch auf YouTube dann. Nee, das ist nicht schlimm, ne? Nee, ich habe Probleme. Ja, guckt euch das an. Richtig geil. Hier drüben stehen noch mehr Exemplare. Und es geht bis nach hinten, Leute. Bis nach hinten. Hinten im das schönen... geht noch viel weiter. Im schönen Sonnenuntergang. Und hier hinten ist nichts, außer ein paar spielende Kinder und eine Absperrung. Da beginnt nämlich dann die Weststraße nach Neumark. Und jetzt laufen wir den ganzen Weg nach hinten und ich werde ab jetzt die Vorderkamera benutzen, weil es wird langsam dunkel. Ich muss langsam mal Nachtsicht verwenden. So Leute, ich habe ja gesagt, habe jetzt vor der Kamera. Da hinten ist wie gesagt das Anfang der Weststraße nach Neumark hinter. Da sind ein paar Kinder, die gerade mit dem Fahrrad rumfahren. Zum Glück erkennt man die nicht. Und hier ist halt der Trabi. Hier ist das nächste Modell. Und hier geht es jetzt weiter. Jetzt gehen wir den ganzen Weg nach hinten durch. Ich muss nicht mal drauf sein hier. Doch, musst du. Du machst mit beim Video, deswegen musst du drauf sein. Aber nicht die ganze Zeit. Hallo! Oh ja, jetzt versteckt sie sich, ha? Nein, Spaß. Aber guck mal, wie schön das aussieht. Ah, jetzt werden ja auch noch Feuerwerkskörper gezündet. Und guck mal, wie schön das aussieht hinten mit dem Sonnenuntergang. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt den Nachtsichtstand machen würde, würde man das nicht erkennen. Warte mal, lass mal hier rüber gehen, weil da erkennt man die Straßen. Ja. Hier unten ist die Straße, Leute. Man sieht, wir stehen direkt... Oh, guck mal, hier unten stehen auch direkt Oldtimer auf dem Parkplatz. Auch geil. Zwei sogar. Das eine sieht wie ein Porsche aus und das andere weiß ich jetzt nicht so genau. Da müssen wir nachher mal lang gehen, wenn wir dann hier wieder raus sind. Na komm, Schatz, laufen wir weiter. Was ein bisschen fehlt, ist hier die Musik. Ich hätte eine Box mitnehmen sollen. Okay. Das war cool.
Hast du die Leute gerade gehört? Das haben die nur gemacht, weil ich kein Licht am Fahrrad habe. Alte Feuerwehr. Oh, das bedeutet, dass sie dann wohl nicht mehr dabei sind. Wenn ich das jetzt raus identifiziere. Spreewald. Ich denke schon. Die Nachtsicht wird bestimmt besser, aber solange es noch einigermaßen hell ist. Unterhausen, von wo die alle herkommen? Schon erstaunlich. Guck mal, der Mann läuft uns nachher. Haben sie ein Partyzelt aufgebaut. Wir haben hier ein Partyzelt aufgebaut. Ja, ne. Oh mein Gott. Geil. Feuer. Feuerwerk, wenn dann. Meine ich ja, Feuerwerk. Ah. Ach, was für eine geile Grafik meine Kamera einfach hat. Es filmt den Sonnenuntergang einfach wunderbar. Was war das gerade? Keine Ahnung. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Memme. Okay. Du hast Langeweile. Ja gut, ich muss Nachtsicht anmachen. Jetzt erkennt man so gut wie gar nichts mehr. Schon viel besser. Guck mal, jetzt erkennt man wieder alles. Nachtsicht ist perfekt. Super. Das ist schon besser. So Leute, jetzt könnt ihr es genießen, weil Nachtsicht. Ich sag Kacke, dass ich während der Videoaufnahme nicht auf Nachtsicht wechseln kann. Das ist blöd. Ich muss leider immer ausmachen. Guck mal, gleich mit LED-Lampe. Tatsache, das erkennt man jetzt zwar nicht so direkt, aber da drin ist LED-Leuchte, Leute. Ha. Das stimmt. Schatzi. Guck mal, ich kann mit der Nachtsicht bis nach ganz hinten leuchten. Nachtsicht vom Handy ist geil. Ich kann bis nach ganz hinten mit der Nachtsicht gucken. Ja, weil es kostenlos ist, der Eintritt am Abend. IFA, ja, das ist das, das heißt ja IFA-Treffen, IFA-Oldtimer-Treffen, deswegen IFA. Ich auch. Stimmt, steht wirklich drauf. Jetzt macht der Jo das Schild. Das erkennt jetzt zwar nicht Leute, aber das leuchtet schön blau. So, das ist ab und zu gewackelt, aber manchmal habe ich die Hand nicht richtig am Handy. So, jetzt. Warte, jetzt ist die Hülle im Weg. So, das sollte gehen. Yeah.
Weil als ich mir das Handy damals bestellt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich mit dem Handy Nachtsicht habe. Ja. Das habe ich erst im Endeffekt herausgefunden, als ich es versucht habe. Weil du ein altes Modell hast. Das hier ist ja ein neueres von 2022 sogar. Hier riecht es voll nach Rostock. Weiß ich. So, diesem Ding zu wohnen muss doch auch geil sein. Ah. Warum denn? Der Auspuff qualmt, der Fahrer zittert. Der IFA hat den Berg gewittert. Ah. Ich hab mich schon gefragt, warum du stehen bleibst. Nein, ich wollte das nur zeigen. Ja. Die Leute drängen hier ganz schön. Du musst schon beiseite gehen, sonst hauen die dich um. Weißt du, ich glaube nicht, dass das hier Besucher sind, die hier rumlaufen. Das sind bestimmt diejenigen, die zu den Autos hier gehören. Oder was sagen wir mal zu den Autos? Zumindest größtenteils. Das ist mir doch Rille. Sollen sie froh sein, werden sie Berühmtheiten. Guck dir das mal an, hier die ganzen Medaillen. Alter! Was ist denn hier los? Also der muss ja sehr erfolgreich gewesen sein. Leute, wenn ihr wisst, warum hier so viele Medaillen hängen, könnt ihr ruhig mal was in die Kommentare schreiben, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Was ist denn, wenn da jetzt jemand drüber fährt? Hey. Ach so. Dachte schon. Sieht aber täuschend echt aus. Alter, ich kratze ab. Hey, das ist ja jetzt Elektrofahren. Guck mal, Elektro-Charlie. Ich kratz ab. Komm, scheiß mal auf, meiner. Leute, wir stehen hier gerade vor so einem richtig schönen großen Oldtimer. Und wir haben hier entdeckt, wegen diesem Schild hier, der kommt sogar aus Zwickau, also hier aus der Gegend, hier ist sogar Blindenschrift. Der ist erst gefahren, das riechst du. Der ist erst gefahren. Riechst du es? Ja. Und man sieht, der kommt hier aus meiner Gegend, aus Zwickau, aus dem Landkreis. Ja. Hier vorne war wieder so ein, hier ist es, Fahrzeug mit diesen ganzen Medaillen. Wir haben mittlerweile herausgefunden, was diese Medaillen bedeuten. Das sind die Medaillen dafür, dass diese Fahrzeuge hier schon bei dem Oldtimer-Treffen waren. Denk zum Beispiel, die Medaille vom 5. Oldtimer-Treffen bis zum diesjährigen.
Ja, ich kann mir danach bis nach hinten gucken, ist schon krass. Hier, meine lieben Leute, hätten wir zum Beispiel den Soft-Eis-Stand gehabt. Zwischen diesen göttlichen Oldtimers. Ich kann wirklich bis nach hinten finden, das ist unglaublich, ich staune immer wieder. Und viele sagen immer, Nachtsicht funktioniert auf dem Handy, funktioniert nicht. Von wegen, hier ist. Ja, wollte ich gerade sagen, hier ist der Beweis. Bis nach hinten kann ich mit der Nachtsicht gucken. Naja, los weiter. Oh, hier sind Busse. Wenn ich etwas liebe, dann sind es Busse. Ich spiele viel zu viel Bus-Simulator. Wenn einer von euch Bus-Simulator spielt, Leute, ihr könnt gerne mit mir online zocken. Ja. Stimmt, ein Partyzelt, da können wir nach oben hingehen. Aber erstmal gucken wir uns diese schönen, schönen Vollpacken. Leucht mal. Ui. Ah, da muss ich mal kurz die Taschenlampe machen. Sorry, aber da brauche ich jetzt mal Blitz. Das sieht aus wie ein Polizeiwagen. Ha. Ui. Schon geil. Sind Leute drin, Leute. Kann ich ehrlich gesagt nicht lesen, wirklich. Das Ding hat aber die Nachtsicht irgendwie nicht erkennen können. Keine Ahnung, ich versuch's nochmal. Doch, jetzt erkennt's das. Keine Ahnung, warum es vorhin nicht ging. Ha. Na los, Leute, laufen wir mal weiter. Wir dürften es eigentlich fast geschafft haben. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Hier stehen die Busse. Und diese Busse sind der Wahnsinn. Hier ist eine fette Absperrung. Das bedeutet, hier muss ein Bus unterwegs sein. Mann, was würde ich jetzt alles geben, um einen Blick in diesen Bus reinzuwerfen, direkt reinzugehen. Das wäre bestimmt göttlich. Aber leider sind wir ab morgen auf dem Rummel und Sonntag haben wir keine Zeit mehr. Da fahren sie schon wieder weg. Schade. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich hätte so Bock, in so einen Bus reinzugehen, echt. So Leute, wir laufen hier noch ein bisschen schön lang und was finden wir hier? Einen wunderschönen Trabant. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Das kleine Highlight ist, wenn man hier um die Ecke läuft bei dem Trabant, ist da an dem kleinen Fenster, steht noch ein kleines Mini-Modell von dem Wagen hier. Ihr müsst euch das angucken, das finde ich einfach nur geil. Jetzt mal mit Taschenlampe etwas mit Farbe. Ich muss doch Nachtsicht benutzen. So Leute, jetzt habe ich nochmal mit Nachtsicht. Hier oben sieht man das Beispiel, wie die Feuerwehr früher die Feuer gelöscht hat. Früher kamen aus den Dingen. Alter. Früher kam aus den Dingern da das Wasser und da haben sie mit den Dingern hier das Feuer gelöscht. Schon geil, wie das früher abgelaufen ist. Kennt ihr die Disney-Filmreihe Cars? Da gibt es ja auch eine Feuerwehr, die so ein Ding oben drauf hat. Ich glaube, Red heißt die Feuerwehr. Ich habe die Filmreihe früher geliebt. Deine Zigarette stinkt bisher, Schatz. Zum Glück bin ich nicht drauf. Hier ist sogar ein Kran dabei, wie man sehen kann. Vor allem, ich weiß, ihr könnt es sicher kennen wegen der Nachtsicht, aber da hinten ist es einfach mal noch eiskalt hell.
Guck mal, was wir hier gefunden haben, Leute. Wie wir hier warten, bis der... Ist der Saft stehen geblieben? Na komm, steh scharf. Geh doch. Das sind wieder schöne Modelle hier. Ein Tuff, Tuff. Ist das ein BMW? Nee, das Ding ist eher weniger. Ist das ein Käfer? Ich fasse es nicht. Ich glaube, das ist ein Käfer. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Das tue ich, denke ich, aber ich bin der Meinung, das hier ist ein Käfer. Immer denken, Schild. Komm, steh scharf. Ich fotografiere das mal. So. Warte, ich mach nochmal ein Foto von hinten. So. Schade. Ich glaube, das erkennt man selbst mit Nachtsicht nicht. Aber hier steht einfach mal eine Lok. Scheiße, das erkennt man mit Nachtsicht wirklich so gut wie gar nicht. Junge! Ja, wir sind einfach schon mal wieder vorne an der Ampel, ne? Ja. Alter. Kaum Scheiße. Zu glauben, da sind wir ja schon fast hinten. Aber das ist jetzt hier echt ohne das Finale, diese Lok. Warte mal, ich versuch's mal mit Taschenlampe. Ja, nee, selbst damit erkennt man es schlecht, aber hier steht einfach mal so eine Lok, so eine. Hier. Ach nee, das ist ein Modell, guck mal. Das ist keine echte Lok, das ist nur so ein... Tatsache. Das Ding ist keine echte Lok, leider. Aber hätte ich die Taschenlampe jetzt nicht angemacht? Aber es ist geil gemacht, dieses Modell. Ach so, das ist ein Wohncontainer, alles klar. Gut, jetzt habe ich es verstanden. So Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist meine Freundin. Hi. Ja, das könntet ihr nicht glauben, ich weiß. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind hier schon wieder am Ende und hier ist wieder so ein Fahrzeug mit Medaillen. Oha! Was ist denn das? Ich denke mal ein Schneeschieber. Ein Schneeschieber? Ja, das kann sein. So Leute, hier hinten sind wir am Ende. Wir können ja trotzdem mal bis vorlaufen, ich will mal einen Blick in die Stadt werfen. Hier ist einfach mal wieder eine riesengroße Lücke und der hat gerade Sicht ausgemacht. Ah, das war's. Guck mal, hier sind noch Sitzbänke. Komm, setz dich auch mit her. Ich bin erstmal hierher geflankt. Kannst du das Ding hier drüben füllen? Schlecht. Trotz Nachtsicht erkennt es das nicht. Schade. Da muss ich doch mal näher rangehen.
Dafür, dass er alt ist, klingt er noch ziemlich gut. Ja, das hat er nochmal neu gemacht. Ach so, also general überholt quasi? Ja, eigentlich. Sonst wäre er jetzt nicht mehr am Leben. Ja, das wäre schade. Das stimmt. Ja. Sie stehen aber ganz schön weit abseits von den anderen hier, ja, so allein. Bei Morgen noch welche kommen hier, deswegen. Ach so, deswegen der Platz hier? Ja, ja. Ach, da kommen noch welche, okay. Ja, da kommen morgen noch drei oder vier noch. Deswegen bin ich ein Stück weiter weg, jetzt bin ich mal ein bisschen spannend. Und dann, ja, gehen wir hier. Ach so, okay. Ich hatte gedacht, seit heute an sind alle komplett, aber... Nee, wolltest du mal noch welche. Ach so, na dann. Gut, Leute, das war's. Das ist, wie gesagt, der letzte. Und hier nach hinten kommt dann, da hinten ist dann diese Absperrung. So, Leute, ich mache jetzt extra dafür die Nachtsicht nicht an. So, jetzt verschwinden wir vom Oldtimer-Treff. Wir sind am helligsten Tag hierher gegangen. Tag. Naja, gerade mal noch so. Gerade so noch Tag. Und gehen hier mitten in der Nacht wieder raus. Wir waren jetzt so circa 2,5 Stunden hier. Ist aber auch logisch bei den ganzen Massen an Oldtimern. Und wie gesagt, wenn wir jetzt zu Hause sind, gehen wir erstmal pennen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Filmabschnitt. Beziehungsweise morgen. Ja, aber für YouTube ist es der nächste Filmabschnitt. Sehen wir uns dann auf dem Rummel in Zwickau wieder. Und vielleicht gehen wir am Sonntag nochmal... Am helligsten Tag, wenn die Sonne weit oben am Himmel ist, nochmal hierher auf dem Oldtimer-Treff und filmen, wie alle wegfahren. Weil das muss auch sein. Bis dahin, tschüss! So, das Schatz. Hier bin ich, wir sind gerade aufgestanden, wie ihr sehen könnt. Helligster Tag draußen. Schönes Wetter, Sonnenschein, blauer Himmel. Oldtimer-Treff gestern war gelungen, fand ich wirklich genial. Wenn wir Glück haben, gehen wir am Sonntag nochmal. Und jetzt haben wir es gerade 10:30 Uhr, also 10.30 Uhr. Frühstücken jetzt eine Runde und dann gehen wir nochmal einkaufen. Dann geht's ab zum Rummeln und wir nehmen eine Freundin mit. Wir müssen dann noch über WhatsApp fragen, ob sie gefilmt werden will für YouTube. So Leute, normalerweise macht man das nicht, aber wir melden uns gerade vom Fahrradfahren. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Zwickau. Und ich muss das Handy jetzt wieder wegstecken, weil hier vorne kommt gleich wieder eine Kreuzung. So Leute, nachdem wir uns kurz beim Fahrradfahren 8 Sekunden gesehen haben, sind wir jetzt im Zug und jetzt wo ich gerade filme, sind hier plötzlich Gebüsche oder was? Naja, das geht jetzt hier hinter. Ja. Man müsste eigentlich bald mal was sehen jetzt. Das ist das Oldtimer-Treff, Leute, wo wir gestern Abend noch waren, wie die ganzen Bäume noch nicht wären. Aber jetzt sehen wir es hier nochmal bei der Vorbeifahrt. Wir sitzen ja jetzt im Zug nach Zwickau und hier. Wir haben extra von ganz da hinten angefangen, dass man. Ja, und hier kommt jetzt die Leitplanke. Mal gucken, vielleicht sehen wir hier unten noch die Gäste. Hier. Ich glaube, man hat es auf dem Video jetzt nicht gesehen, aber die Schlange geht bis zum Einkaufszentrum hinter. Naja, nicht nur, das ist da wohl. Ja, das stimmt. So Leute, jetzt sind wir bei Burger King und lassen es uns erstmal richtig schön schmecken, bevor wir uns dann auf den Weg zum Rummel machen. Da ist Vivi. Und ja, erstmal schön reinhauen. So, Freunde der Sonne, im Hintergrund seht ihr das Burger King-Schild. Da vorne läuft meine Freundin. Jetzt holen wir eine gute Freundin ab und dann geht's ab zum Rummel. Bitte nicht wundern, warum ich immer Sonnenbrille auf habe, ich bin sehr sonnenempfindlich. Und jo, jetzt holen wir sie ab und dann geht's ab zum Rummel. So Leute, da bin ich wieder. Ich bin hier inmitten eines Urwaldes. Ich musste mal pullern. Und jo, wisst ihr, was mir an dieser Jahreszeit gefällt? Dass alles so schön grün ist. Wir haben gerade mal Anfang Frühling und es ist jetzt schon alles so richtig schön grün. Gefällt mir. Ist einfach nur göttlich. Vor ungefähr 2 Wochen waren die Bäume und so alle noch nackt und jetzt haben die wieder schöne grüne Blätter. Ich liebe den Frühling und den Sommer und am meisten liebe ich den Sommer. Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu meiner Freundin, weil wir holen nämlich gerade die Freundin ab. Mit der wir heute ins Rummel gehen. Guck
Schade, ich wollte dich gerade erschrecken. Als ob du meinen Pfeifen nicht gehört hast. Ich hatte meine Kopfhörer. Ja, was auch sonst, was auch sonst. So, jetzt wirst du Fame. Dreh wieder Film. Schatz. Hi. Ja, sitzt du. Wie ihr sehen könnt, sind wir auf dem Rummel. Ich hoffe, man versteht mich. Ganz schön viel los hier. Die haben auch eine neue Attraktion, eine Achterbahn, aber wie gesagt, ich bin kein Rummelfreund. Deswegen lassen wir die Mädels einfach fahren. Ich kann bestimmt mal ein paar Videos einblenden.